Noch etwas Geduld. Und bleib ruhig. Wir starten in wenigen Sekunden. Bitte habt Geduld und bleibt ruhig. Wir starten in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ja, es ist wieder Samstagabend und hier ist EWF Underground. Die Show, die für Zerstörung steht. Viele Sachen, wenn nicht sogar alle Sachen, werden zerstört. Barrikaden, Kommentatorenpulte, Tische, Leitern, alles, was wir finden können, wird zerstört. Also, lehnt euch zurück, genießt die Show, wir sind gleich für euch da. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist EWF Hardcore Underground live. Ja, erste Show für dieses Jahr und ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich habe natürlich noch jemanden mitgebracht, Mr. Ranger. Guten Abend. Ja, schönen guten Abend, lieber Roberto und hallo, liebe Hardcore-Fans da draußen. Es ist soweit. Geht's los, ja? Oh ja. So, ich suche gleich noch mal ein bisschen Musik und haben wir was zu erzählen? Ja, es wird auf jeden Fall heute eine sehr kleine Matchcard heute werden. Die sind heute sehr unterbesetzt vom Personal her. Ja, ja, wir treten heute mit einem geschmälerten Card an, aber es wird trotzdem geil werden, denke ich mal, oder? Das denke ich auch. Ja. Wie ist die Musik so von der Lautstärke? Also ich finde sie wirklich rockig, geil. Naja, rockig soll sie schon sein. Es ist ja Rock, aber von der Lautstärke. Ich finde sie gut, sehr gut. Ist nicht laut, nicht leise? Nö. Gut. Perfekt. Gut, dann, was haben wir denn als erstes? Ich bin gerade nochmal dabei, mir nebenbei nochmal einen Livestream rauszusuchen. In dem ersten Match geht es um den EWF Hardcore Underground Championship Match in einem Fatal 4-Way Extreme K.O. Match. Was haben wir gleich? Ein Championship am Anfang? Am Anfang gleich, natürlich. Das ist doch unglaublich. Aber das kannst du laut sein hier. Jo. Ja. Warte mal, ich habe hier nebenbei immer einen Stream offen. Das weiß ich gar nicht. Na egal, machen wir es heute mal ohne. Bin ich halt mal heute nicht in Chat vertreten. Sonst wird es ja zu viel für mich. So. Dann, was sagen, dann stoppen wir mal gleich. So, was hattest du gesagt? Im Prinzip wird es ja, ist schon ein Fatal 4-Way, stimmt schon.
So. Extreme Rules Co-Match. Extreme Rules, okay. Arena, warte mal. K.O. 1 und Zeitlimit 30 Minuten. So, ich guck mal, wer dabei ist. Da kannst du aufhelfen dabei, wenn du das machst. Nee, warte mal, weil wenn man fällt der Vorbild raus, machen wir mal ein Drittel raus. Weil da sind ja nur drei. So. Muss ich wahrscheinlich jetzt alles nochmal einstellen, aber macht ja nichts. Na, Arena passt noch. Das scheint auch noch zu passen. Nee. So, dann, solange du da jetzt am Einstellen bist, werde ich mal den Chat mal untersuchen. Ja, guck du mal nach. Vielleicht habe ich noch mal einen Moment, wo ich... So, da ist dabei... Einmal hier. Wo haben wir denn? So. Ist nicht da und so, sind alle eingeladen? Alles klar. Ja. Gib mir die Erlaubnis hier. Danke. So. Ja, wird halt auf jeden Fall mal etwas ganz was anderes werden als wie sonst, weil ihr seid ja auch da draußen auch gewöhnt, dass wir auch die Matches auch kommentieren. Heute wird es mal nicht so werden, wie ihr das eigentlich von uns gewöhnt seid. Ja, also heute werden die wenigsten Matches kommentiert werden. Liegt ganz einfach dran, dass wir halt ein bisschen neu geschmälert sind. Richtig. Ja. Ja, da geht es jetzt am Anfang gleich um den Championship-Match hier. Oh, ich bin gespannt, wer sich von den drei da durchsetzt. Also, wird mega. Ja, bin ich auch mal gespannt, ganz ehrlich gesagt, weil es kann jeder werden. Richtig. Hat da keiner von den dreien aufgepasst, beim K.O.-Match den zweiten Payback zu ändern, aber somit ist es wieder ausgeglichen. Ja. Gibt auch kein Ding Dong, weil geht sofort los.
guter Typ, ey. Thank you.
Glückwunsch! Ja, Glückwunsch. Danke. Ja. So, Leute, also haben wir einen neuen Champion. Ja. Ja, vielen Dank, Jasmin. Schön, dass du auch da bist. Cool. Jo. Machen wir gleich weiter mit dem zweiten Match. Ist ja auch gleich wieder ein Kracher, ja. Dann geht's zum Weekend-Pokal. Ja. Diesmal TSC All Destruction Match. Na komm. Zeitlimit haben wir da 60 Minuten, ja. Ja. Und Großköpfe waren ein, glaube ich. Ja, genau. Ne, da könnte man ja eigentlich
Warte mal, lass mich noch mal gucken. Wo bin ich denn? Ja, also. Da haben wir dabei. Ryan Baker. Ja. Rein. Ah ja, okay. Und ich gehe. Genau. Hallöchen. Gut, selbst? Auch gut, kann ich nicht beschweren. Alles klar. Super, perfekt. So, dann kommt der Herr Botze noch dazu und dann kommt der Ersatzmann für Russell McNugget. Ne? Gut, was ich hier gerade für mich gerade lese. Ne. Das sind Freddy Poppet, hier zu Aldous Schwarzenegger, Ryan Baker, Sergeant McNugget, der Mac und der Botze. Ja, und Sergeant McNugget ist nicht da, somit ist es ein Triple Threat Match. Okay. Ja, hat man ja so gesagt. Gut. Einladung hatte ich geschickt, gell? Ja, du weißt doch, bei mir ist die Post nicht so schnell. Ach so. Ja. Ah ja, dann. Oh ne, nicht noch ein Baker. Der das Ding da auf die Nudel, das sag ich dir, du. So. Oh je. Boah. Bei dem Butcher ist so gut vor und jetzt halt immer wieder dieselbe Aktion, ey. Boah, ich war so gesagt drin. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, gell? Zeit, dass ich den Herrn Baker mal Manieren beibringe. Seien Sie nicht so frech. Ich bin aber höflich, nicht. Das könnte auch ein armfüllendes Programm werden, was du da vorhast, ja. Sie halb bewusst. Und das hättest du niemals die Kleinen, ne? Aber die Kleinen können sehr gut zustechen. Da hat der Butcher mehr drauf als du. Okay, Herr Bartscher, dann lass uns dann gleich mal ein schönes 1 gegen 1 Match machen, denn Baker, den zieh ich auseinander. Ja, Das war doch mal wie ein Kaugummi, sag ich dir gleich, gell? Die kau ich, weiß, das kannst du glauben. Ach so. Die werde ich schön in meinen Magen runterschlucken.
So, Glückwunsch. Danke, danke. Glückwunsch, auch von mir. Dankeschön. Ah, da musst du nächste Woche wieder verteidigen, also beziehungsweise in 2 Wochen. Kein Problem, den werde ich jetzt mal schön polieren. Mach das. Boah, das sind ein bisschen Schirm dran, Kater. Hier los, der fängt an zu rosten. Ja, gut, war eine ganze Weile nicht in Einsatz. So, was haben wir denn als nächstes? Jetzt kommt ein Terrible Ironman Match. The Butcher gegen The Knight. Ja, möchte das jemand kommentieren? Wie sie alle hier schreien. Puh, das war noch nicht, aber naja. Ja, wenn ich jetzt in diesem Match wäre, hätte ich es auch gemacht, wenn wir drin. Wenn ich nicht im Match wäre, hätte ich es auch gemacht, glaubt mir das. Versuch's. Ja. Mehr als ich schief gehen kannst du nicht. Genau. Von einem Kater Kuhnbärchen. Geiler Name, ne? Ach ja. Gille, Herr Baker. Ach, es spricht wieder nicht. Ja, echt. Ja, mach du. Ach, da sind sie ja wieder. Schön, dass sie da sind. Iron Man ein. So, einmal so. Und einmal so. Somit sind die Einlagen erstmal raus. Ja, das ist schön, dass ich die Bitte jetzt nehme. Ich wollte mich auf jeden Fall sehr zu hören. Ja, ich hoffe, allen im Chat geht's gut oder soweit ganz gut, sage ich jetzt mal. So, ich würde sie auch mal auswählen, gell? Das wäre eine Maßnahme. Können wir mal machen, gell? Genau. Ja. Wäre ein Beispiel. So, Herr Bartel, jetzt ist Go-Time. Was für Time? Jetzt ist Go-Time. Go-Time? Ja. Für dich wird es heute Zeit. Dich erstmal deinen Griff zu kriegen. Ich meine, weil du hast zwar ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen, dann darf das wieder werden. Ja, das kann auch passieren, wenn ich da dran lehne, dass er von alleine zusammenbricht, ja. Das kann passieren. Hm. Das wird eine saumäßige Arbeit jetzt werden. Na, Herr Kommentator, nicht anfangen zu husten, das ist nicht gut.
So, Ding. Damit beginnt es. Und gleich ein Spier. Und der Powerbomb. Der macht halt Probleme. Nicht schlecht gekonnt. Need to pay. Und jetzt wollen wir mal Kommentatoren folgen. Und Tisch gegen Kopf und Blut, die Kopfschmerzen. Ja, warte. Und mach mal da weiter. Headbutt. Stunner. Und dann ist es ungegängig. Und ein Spear. Ein Wörter. Gegen den Tisch. Und Konto. Jetzt ein Standardkampf. Auf den Tisch. Damit wäre es der erste Pin. Okay, der erste Pin. Für den Backstern. Und wieder gelaufen. Und wieder gelaufen. Nein, er kann nach seiner Waffe. Und das kann der Patron, kann man verfolgen, Bruder. Und dann noch.
Oder? Ja. Sieht so aus, dass jetzt der erste Puls gut geht. Damit wäre es der zweite Punkt von Batman. Oh, ein DDT. Wenn er doch den Batman nehmen. Und wieder gelaufen. Oh! Man dachte es gerade. Schön die Schlagzeile. Und reversen. Und los jetzt. Ja, so wie es aussieht, fällt jetzt das Fahrzeug auf den Puls. Und ja. Damit 2 zu 1. Nicht 2 zu 2. Close line.
und nochmal einen Kick in den Kopf. Uiuiui. Und das verpasst den Kick. Aber es gibt einen Laufen. Hier geht es leere. Konter. Nochmal der Laufen. Nochmal gelaufen. Eins gelaufen, erst den anderen. Damit 3-2 für den Boxer. Kennersprung. Der Max hält den Fisch auf. Und der Butcher rollt sich raus.
du denn damit nach? Oh! Hat Damek jetzt Glück gehabt, dass der Tisch nicht kaputt ging. Aber dafür bekommt er einen anders ab. Und nochmal. Schade, da geht er in den Rücken. Ein Nacktreiger vom Feinsten. Packt schon in den Tisch. Und der Mac kriegt ihn zu spüren. Die Schläge gehen gerade ins Leere. Ah, schade. Und er K.O. Und Reverse. Das kommt dann nicht. Aber wir machen es. Ach, das ist halt ein Suplex. Bearbeitet. Und damit. K.O. Und das war's. Gratulation an den Batscher. Das ist auf jeden Fall Glückwunsch, mein Freund. Ja, aber sag mal, hast du wirklich zwei Tische oder war das ein Bug? Ich weiß nicht, was los war. Ich kann überhaupt nichts machen. Kein Tisch kann ich in die Ecken stellen. Es ging nichts. Das Ecke stellen, das hat nicht mehr funktioniert. Das hat man gesehen. Ja. Das ging gar nicht. Mhm. Na ja, gut. Kurze Pause, würde ich sagen. Ja. Ich lasse euch mal die Musik da.
Ja, wo das eben auch gerade kommentiert hast, ist dir das auch aufgefallen? Es ging gar nichts da drin. Ja, mit dem Tisch ging nichts. Ja. Weil ich habe mich schon gewundert, ob das so kann man nicht verstehen, wie der den dann ab. Und dann bist du in die andere gegangen, das war das gleiche nicht. Ich bin nicht gekommen. So, dann auch zum Finisher, dann zum Beispiel, wo ich ihn ging, als gegen den Tisch gefeuert habe, der hat der Board überhaupt nicht angezählt. Nichts. Das ist richtig, ja. Also es war richtig deprimierend, das Match. Haben wir denn schon Grüße rausgehauen heute? Nein, nicht bekannt. Ja, ich würde sagen, dann machen wir das mal jetzt, ja? Ja. Ja. Willst du anfangen? Oder soll ich? Ladies first. Wen meinst du denn jetzt? Alter vor Schönheit. Ja, okay. Mag vielleicht beides zutreffen für mich, aber naja. Ja, natürlich grüßen wir das WFT-Team, WFT-TV und natürlich auch Mr. Ranger. Wen noch? Alex Play. Alex Play natürlich. Das ist ein YouTube-Kanal, da spielt das EWF Universe-Modus nach, macht sich da aber richtig viel Arbeit bei den Matchbarungen und so weiter. Schaut da mal rein, das ist wirklich interessant. Also ich finde es gut. Ja. Dann würde ich doch vorstellen, auch unseren Präsidenten. Ja, natürlich. Und natürlich auch viele, viele Grüße gehen natürlich raus auf an die World Wrestling Freunde. Besucht uns da mal auf Facebook. Gibt immer interessante Informationen, auch unsere anderen Facebook-Seiten, UFC und so weiter. Uns hier EWF Online Wrestling Liga könnt ihr natürlich auch besuchen auf Facebook. Oder natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal, den ihr ja jetzt schon habt, wenn es euch gefällt, ja. Lasst vielleicht mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts verpassen wollt, tut uns abonnieren, aktiviert die Glocke, damit ihr die Push-Mitteilung kriegt, sobald es online was Neues gibt. Ja. Habe ich was vergessen? Und hier auch unseren amerikanischen Kollege Stoney Aloni. Stoney Aloni, schöne Grüße, gehen raus in die Staaten. Genau. Noch was vergessen? Wenn nicht, reichen wir es nach. Okay. Wenn ich natürlich auch noch grüße, fällt mir gerade ein, natürlich all unsere Zuschauer. Richtig. Ja. Schön, dass ihr da seid. Das ist unsere Stammzuschauer. Freut mich immer wieder, euch hier zu sehen, dass ihr im Chat mit seid und so weiter. Ja. Als nächstes kommt was Außergewöhnliches. Richtig? Ganz genau, das ist nur für den heutigen Abend so. Und da haben wir uns auf jeden Fall eine ausgiebige Überraschung ausgedacht. Ja, dann Ehre gebührt. Dann gebe ich mal an Roberto weiter. Ja, und zwar sehen wir zum ersten Mal bei EWF Hardcore Underground unsere Mums Division. Und da würde mich sogar mal interessieren, schaut euch mal das Match ein und schreibt dann ruhig mal in die Kommentare, ja, ist das so hart für Frauen, sollte man sie da lieber rauslassen oder sagt er, ja, warum eigentlich nicht? Auch die können hart miteinander reden, auf die eine oder andere Art und Weise, bitte mehr davon, kann auch sein, also würde mich mal wirklich interessieren, wie ihr so drüber denkt. Ja. Gut, was haben wir dann für ein schönes Ding uns da ausdenken lassen? Das wird ein All Destruction Extreme Extreme Rootsmatch. Ach du SCH Punkt Punkt Punkt. Ja. Also wenn, dann machen wir aber gleich richtig, oder gell? Wenn wir werden keine halben Sachen machen, das geht gleich in die Folgen. Und wenn du das gerne magst,
Kannst du die Anzüge anlassen, weil wir sind top in der Zeit. Ist dir immer noch ein Match? Boah. Sind wir durch? So. Das ist extrem Ruhe, 60 Minuten All Destruction, ansonsten war ja nichts weiter. Nein. Okay. Okay, na dann. Und einmal hier. So. Ich hoffe, es klappt auch wieder mit dem Reinkommen. Ja, das ist eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Na ja, gut. Wir haben jetzt die Konstellation, da bin ich mal gespannt. Na, die Matches gingen alle relativ schnell, gell? Ja. So, bei meiner Frau war der Matchstelle, dass wir diesen Tag gleich im Kopf hat. Okay, alles klar. Jetzt suche ich mal eine andere. Ich weiß nicht, das kann ich auch immer übernehmen. Mal gucken, was passiert. Nee, lass ihn das mal machen. Wenn er die Einladung schickt, klappt das dann häufiger. Ist das, okay. Das stimmt irgendwas mit deinen Einladungen irgendwie nicht. Das ist nicht wild. Ja. Okay. Ja, dann macht ihr mal einen Neustart. Haben wir sonst noch irgendwas, worüber wir reden können? Ja, auf jeden Fall an unseren zwei, die auf jeden Fall für den heutigen Abend ausfallen, ganz, ganz schnell genesen. Ja. Also so schnell wie möglich wieder fit werdet. Ansonsten gibt es noch zu sagen, gut, 2K19 läuft bald aus, aber ich sag mal, wir werden ja dann irgendwann umsteigen auf 22. Und wenn ihr da draußen sagt, was die da machen, kann ich schon lange. Ich mach die alle nass. Ja, dann, wie gesagt, bewerbt euch. Guckt mal auf unsere Facebook-Seite, scrollt mal ein bisschen nach unten. Da werdet ihr auch den Speed-Bewerbungslink finden. Wenn ihr die App da noch nicht habt, lädt sie, glaube ich, dann fragt ihr euch, ob ihr die runterladen wollt. Und dann ja, seid ihr schon in der Speed-Bewerbungsgruppe. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, wenn ihr hier mal mitmachen wollt. Und alles weitere werdet dann erfahren. Genau. Wenn er halt denkt, was ist denn das, was ich da rede, den mache ich doch dreimal nass, dann kommt und tut euch beweisen. Ja. Vielleicht seid ja genau ihr unser nächster World Champion. Richtig. Ja. Es ist wirklich ein schönes Erlebnis, auch hier sein zu dürfen. Es ist wie in einer großen Familie hier. Jeder hilft den anderen. Adam, schickt ihr mal eine Einladung, wenn ihr das nicht für den Matchup macht, aber ich kann den Matchup hier wieder aufzuwerfen. Okay. Ja, alle über Matchup-Fehler. Alles klar. Versuchst du mal, vielleicht geht's dann darüber.
Ach, ich mache eins mal, ich schick mal ein paar raus. Ja. Irgendeine muss doch ja anspringen. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich die richtige wähle. Naja, weißt du, was du die ganze Zeit wünscht, den. Ja. Digga, wie schaut's aus? Hat einmal negativ, ich habe die zweiten gern genommen. Bei euch auch sehr interessiert, auch in eurer Meinung auch, wie sehr seid ihr gehypt auf 2K22, was sagt ihr vielleicht, was ihr schon gesehen habt, ist das was für euch oder sagen, nee, ist nichts für uns? Ja, wie gesagt, auch wenn es was für euch ist, welche Version tut ihr bevorzugen? Wie gesagt, haut uns hier die Kommentare voll, noch ist Platz. Richtig. Taker, gib mal Lagebericht. Ich mach nochmal einen Neustart. Okay. Jo. Ich habe hier nur Angst dafür, dass danach die Lobby dann kaputt ist, wenn wir endlich alle drin sind. Mal drinne, Mess beginnt und dann der erste Fisch raus. Nee. Du weißt doch, das hat man doch schon oft genug erlebt. Ja. Aber er muss dann, dass kein Leiterbalken kommt. Ja, das ist ja unser ganz spezieller Freund. Ja. Ja, sorry vor die Verzögerung, kann ich da nochmal sagen, aber klappt halt leider nicht immer so, wie wir das wollen. Das sehe ich genauso. Aber so ist das. Dann kann man nicht alles haben im Leben. Ja, schön wär's, oder? Ja. Eine schöne dicke gefällte Villa. Oh, herrlich. Ich glaube, viel wichtiger ist noch Gesundheit. Ne? Das ist das Wichtigste. Aber die kann man sich, glaube ich, gar nicht kaufen. Die ist drin. Juhu! Mann. Die sieht ja bald aus wie Heidi. Aber das mal ab, wenn sie anfängt mit Juden. Ja, fehlt nur noch der Geisenbäder. Der Ziegenbäder meinst du? Richtig. Boah, ist die klasse.
Wie war das? Heidi kann heute nicht kommen, die liegt mit Ziegenbild im Bett. Hallöchen. Hallöchen. Ja, Christine Becker, was ist denn da passiert beieinander? Die ist ja völlig blass. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich war sie beim Bäcker und ist es mir gefallen. Oha. Oh, wir müssen da der Heilige Schein, das sieht man ja nicht einmal das Gesicht. Das ist eine Lichtgestalt. Oha, da wird man ja blind. Ja, deswegen trägt sie ja auch die großen Sonnenbrille. Das ist BSA, persönliche Schutzausrüstung. Achso. Ach, jetzt hör aber auf. Ja. Also so verstrahlt ist es immer noch nicht. Tschernobyl. Ja. Ja. Ich glaube, ich werde mir mal einen Geiger-Zähler mal holen. Für die Strahlenmessung hier. Ich hatte mal einen Geigerzähler, aber der hat die Bratschen und Violine auch mitgezählt. Wo holst du nur diese Geräte? Sie ist die einzige Überlebende von Tschernobyl. Jetzt haben wir wieder geblendet. Ja. Meinst du, es ist die einzigste Überlebende von Tschernobyl? Er hat die Strahlung voll in sich nicht. Den rufen wir dann Ghostbusters. Der war gut. Was sind das da für Geräusche im Hintergrund? Kabine von Goldberg. Der Goldberg kommt aber nicht raus. Ja, aber die war bei Goldberg. Wer weiß, was er dort gemacht hat. Mensch, ärgere dich nicht gespürt. Ist das so schlimm bei Goldberg, ja? Ja, das heißt ja. Nee. Es geht jetzt langsam auch Richtung Ende zu und auch Richtung 2K22. Jedes Match, was wir hier beschreiben, wird auch für uns ein Finale werden. Würde ich nicht sagen. Ja, ich meine mal gerade jetzt für die, die halt, falls das nicht dabei sein sollte, dann mit einem neuen Gesicht dann auftauchen. Also ich werde es auf jeden Fall sehr genießen bis zum Schluss. Ich werde jedes Match für mich als Finalspiel halt sehen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was alles so bringt. Das richtig. Wissen wir ja noch selber noch nicht. Vielleicht wird das Spiel auch kacke. Oh, hör auf, ich habe jetzt schon wieder Angst. Ja, man weiß es nicht, ja.
Ich würde sagen, das ist die Mehllieferantin von Bakers. Das ist die Fighterin von Coca-Cola. Ich weiß nicht, entweder spinne ich mir das recht, aber ich krieg irgendwie einen fremden Ton irgendwie die ganze Zeit mit. Einen fremden Ton? Ja, ja, das kommt wie zum Videospiel, kommt mir das so vor, dieses Beat, 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 Beat. Echt? Ja. Ich höre nichts. Deswegen. Also ich höre auch nichts. Doch, wo eben Samantha reingekommen ist, da hat man es gehört. Okay. So, backe, backe Kuchen. Die Bäckerkuchen. Ja. Na, guck mal, die ist auch ein bisschen ins Meer gefallen, ne? Ja, also die sieht nicht gut aus. Bisschen wenig Gesichtsfarbe. Bisschen blass um die Nase. Oha. Die muss man mehr Kalzium zu sich nehmen, die arme Frau. Ja, ein bisschen blutarm. Machen Sie nur so weiter mit der großen Klappe da. Thank you.
Ich habe ein kleines Problem, das sieht nach einer Spitlobby aus. Okay. Und zwar, ich kämpfe gerade mit Charlie Collins unten. Der ja. Baker geht gerade auf den Ring. Oder in den Ring rein. Ja, Christine Baker soll ich nicht in den Ring gehen. Ja, was ist? Neu starten oder was weiter? Ich denke, ich werde besser sein. Ja, okay, dann gehen wir alle mal raus. Okay. Ja. Ja, ich habe auch gemerkt, als ich auch eigentlich du hast ihn noch nie gekämpft, also du warst wehrlos bis die ganze Zeit hoch Richtung weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung. Okay. Also ja. Ich bin einmal gar nicht gesehen gehabt, dass ich quasi in den Ring bin. Ja. Was jetzt richtig schön wäre, aber das kannst du leider nicht machen, ein Hell in the Cell, und dass du da Teamchen halt benutzen könntest, aber das geht ja nicht. Nee. Find ich richtig traurig. Oh ja. Vielleicht kommt es ja wieder, man weiß es nicht. Das ist richtig. Ja. Ich stelle mich wieder stumm. Okay. So, ich hoffe, ich habe richtig eingestellt. Guck dir auch nochmal bitte. Alles top. Okay. Ja, passt. Top, die Wette gilt. Na dann. Wetten das. Was hast du gerade gesagt? Top, die Kette quillt. Ich habe gesagt, Top, die Wette gilt. Ach so. Das. Ja. Jetzt habe ich verstanden, Top, die Wette Ich wollte gerade sagen, ich habe schon wieder was anderes verstanden, aber ich weiß es. Xali oder wie auch immer kommt halt mit Bikini. Aha. Ah ja. Was, ne? Okay. Ja. Vielleicht ist es bei ihr warm, wo sie herkommt aus dem Land. Keine Ahnung, wo die herkommt. China. Keine Ahnung, wo die herkommt. Wahrscheinlich aus den Tupfingen. Oder aus Sibirien. Das soll es ja um die Jahreszeit auch sehr warm sein.
Otto, wenn ich was sagen darf, vielleicht kommt sie gerade frisch aus dem Dschungelcamp. Sie ist aber kein Star. Ah, ja, das ist ein bisschen schlecht, ja. Ja, hat man Star, hol mich hier raus. Hat man sie vielleicht schon vorher rausgeholt. Ich bin ein Star, hol mich hier raus, sondern halt, ich bin ein Star, hau mich hier raus. Ja.
chicken wing. Thank you.
So, damit ist alles zerstört. Naja. Naja, mehr kann er ja nicht. Was mehr kann er ja nicht? Hat man ja im Netz gesehen. Glückwunsch, La Russo. Naja. Mehr kann er ja nicht. Wie wenn oder was? Nee. So hab ich keinen Bock mehr. So, ja. Was haben wir denn als nächstes? Jetzt muss ich gucken, da sind wir ja schon beim letzten Match, oder? Jo. Jo. Ja, dann machen wir das aber. Das ist ein Contenders-Match in den UFC Hardcore Championship. Ja. Ja. Jo. So, dann einmal hier. Ja, wenn würde ich gerne auf dieses Match verzichten und würde gerne als Kommentator einsteigen. Okay. Yep. Na ja, gut. Ja. Wie du willst. Wieso? Ja, weiß ich noch. Dementa hat gewonnen. Ja. Das ist jetzt in der nächsten Woche zu tun, oder? Warum was los? Kann nächste Woche auf jeden Fall wieder gestern nicht werden. Sie ist herzlich eingeladen. Sie trifft auf Niki Hoffler. Nächste Woche. Ach, Niki, nimm das nicht so persönlich. Das nehme ich persönlich. So kann man einfach nicht gewinnen. Ey, ich dominiere halt das fast das ganze Match, ja? Und dann kommt so ein blödes Ding hier. Naja. Warum, was hat dir nicht gefallen? Ach, das hat mir überhaupt nicht gefallen, wie dieser scheiß Endpin. Okay. Och, ich bin einfach nur sauer, ganz ehrlich. Ja, ich merke. Aber ich lasse es an niemanden aus. Das ist es. So bin ich halt nicht erzogen worden, aber gut, das ist jetzt hier damit. Lass uns mal fest, wenn ja. Ja, man muss auch mal verlieren können. Ja, genau. Wiederhole meine Frage, welchen Fortschritt meine Frage? Ganz rechts. Das sind wieder die Männer, ne? Ja. Ah, okay. 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 So, da willst du mich also mit den beiden da allein lassen. Ich kann mich auch mit Mr. Ranger als Kommentator ein bisschen davon prügeln. Naja, ich habe nur Angst, dass es wieder ein Handicap-Match wird für mich. Weißt du? Warum? Was ist denn das für eins, wo wir gegen jeder gegen jeden? Ja. Okay. Okay, liebe Fans, dann tut mir das leid. Ihr habt das naja, komm, komm. Ich werde mit Damek antreten, so dass es ausgeglichen ist. Nee, das kann ich nicht machen. Ja. Das geht nicht. Ich kann. M-m. Das ist ganz genau, wie das Match läuft. Meine ist ja mit Elimination. Okay.
Wer ist denn hier Adrian? Oh, Adrian Bürger. Jetzt. Soll ich mich wieder stumm schalten? Kannst du reden? Ja. So, Ladebalken kommt. Ja, letztes Match schon, ne? Ja, und dann ist es gelaufen. Es war eine kleine Vorbereitung geworden. Ja, wie gesagt, nächste Woche dann wieder mehr. Nächste Woche wieder Primetime Live. Genau. Da werden es wieder mehr Matches sein. Gucken wir mal, was da noch alles so passiert, ja? Da wird auf jeden Fall absolut die Bude brennen. Ja, geht's nicht so brutal zu, sag ich mal, wie hier, aber halt auch sehr interessant, ja. Ja, Storyline-mäßig zum Beispiel sind ja da auch noch ein paar Fragen offen. Wie geht's weiter mit der MWO, ja? Ja, wie geht dann auch die Geschichte zwischen dem Undertaker auch weiter? Und ja.
Gratulation. Ich habe am Schluss gratuliere dir. Ja. Sehr gut. Sehr gutes Match. Dankeschön, aber das in 14 Tagen werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen. Ja, ist richtig. Du Champ, ich kann mal beim Contender. Ich habe am Schluss gar nicht mehr kommen können. Ich konnte drücken, wie ich wollte. Ging nicht. Ja, ich kenne solche Phasen in Matches. Ich habe es aber bei einem vorher auch gehabt. Ich konnte nichts machen. Ja, ich hatte es teilweise auch drin. Das ist. Und wie ist das manchmal? Keine Ahnung, mit was das zusammenhängt. Ja. Mit den Anvisieren hatte ich ein bisschen Probleme. Oh ja. So blöd wie es klingt, ich war froh, wo einer draußen war. Dann wurde es leichter mit Anvisieren. Ja, das glaube ich. Ja. Ich habe nur gesagt, oh, jetzt bin ich kurz allein im Ring, jetzt kann ich mich kurz erholen. Was mir auch aufgefallen ist bei den beiden Backers, die mich halt nicht getroffen haben, gegen den Kopf her, habe ich gesehen, dass sie über meinen Kopf drüber geschlagen haben. Oha. Die haben überhaupt nicht getroffen, die haben über drüber geschlagen, weil gut, ich bin zu klein, die zu groß. Ja, da musst du mal ein bisschen hochspringen, wenn die schlagen. Wie so ein Känguru. Du musst mal ein bisschen mitmachen. Ja, eben. Ja, liebe Zuschauer, das war's. War eine relativ kurze Veranstaltung, aber ich denke trotzdem sehr interessant. Ja, haben wir noch was zu sagen? Ja klar, schaltet auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder ein mit Primetime Live. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, sind wir wieder für euch da mit richtig geilen Matches. Ja. Und spannenden Geschichten. Genau. Und vielleicht noch was zum Naschen. Ach nee, das war was anderes. Das war was anderes. Das habe ich verwechselt. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja. Gut, dann schön Start in die Woche und passt alle auf euch auf. Ja, bleibt alle hübsch negativ, gell? Egal, was das noch wird damit, aber Aufpasse. Genau, ja. Aufpasse. Ansonsten war es das. Ich bin raus. Tschö, bis nächste Woche.